Beim vierten Schritt im Praktizieren mit Emotionen betrachten wir die Natur der Emotion, die Natur dieses emotionalen Erlebens, das eigentliche Wesen. Und verflixt nochmal, wir finden nichts. Ja, Pech gehabt. Dicke Emotion, ohne was finden zu können, was wirklich bleibt. Wir haben ein klares Erleben. Wenn wir uns mit der Qualität des Erlebens befassen, merken wir, dass es sich schon wandelt, während wir hineinfühlen, wie ist es zum Beispiel jetzt, wo ist die Angst, wie ist die Angst, wie ist der Ärger, wie ist das stolze Gefühl, wie ist das Gefühl des Alleinseins, wie ist die Freude. Wir richten den Blick darauf, wir haben den Eindruck da so, fast etwas zu erwischen, weil gerade eben war es ja noch da und landen im Erleben und dieses Erleben entzieht sich dem Zugriff als etwas, hat irgendwie, das ist total klasse, aber keine Substanz und unter unserem Blick wandelt es sich schon in etwas anderes. Und manchmal ist es einfach weg. Gerade eben war es noch da und wenn der Blick ganz direkt und unmittelbar ist, kann es sein, zu der Erfahrung machen, weg, weg, einfach nicht mehr zu finden. Okay, frei, sind wir frei von der Emotion in dem Moment. Wenn es weg ist, frei. Sehr überraschend. Eine ziemliche Blamage. Wenn ich mich gerade geärgert habe und ausgerechnet in dem Moment in meinen Ärger schaue und mir der Ärger entwischt, das ist sehr ärgerlich. Für mich total verstanden. Diese Gefühlsregel, mit der ich gerade noch so identifiziert war, ist mir entwischt. Und ich stehe ziemlich doof da, weil ich mich mit etwas identifiziert habe, was nicht mehr auffindbar ist. Das kann uns mit jeder Gefühlsregung passieren. Vielleicht ist es euch ja schon passiert. Und dann habt Vertrauen darin. Das ist die eigentliche Natur einer Emotion, keine Substanz zu haben und sich jederzeit auflösen zu können, wenn wir es ihr erlauben. Und dieses direkte Hineinschauen ist eine der Möglichkeiten, die wir haben, um es ihr zu erlauben, ihre wahre Natur zu zeigen. Das ist dieser Wechsel vom Inhalt zum Wesen der Emotion. Und das kann manchmal stattfinden, ohne dass wir es wollten, dass wir das Wesen der Emotionen wahrnehmen. Irgendwas hat uns vom Inhalt abgelenkt und in die Erfahrung geholt. Und da ist dann noch beim Ärger zum Beispiel gerade noch die Nachwirkung des Adrenalins zu spüren im Körper. Aber emotional schon weg. Okay, wenn wir dann obendrein noch die andere Alternative mal benutzen, brauchen wir nicht gleichzeitig. Eine reicht. Aber wir können auch mal hineinschauen in dieses Ich. Wer hat denn die Emotion? Wer regt sich da auf? Wer ist da eifersüchtig? Wer ist da so stolz? Dann entdecken wir immer wieder, was wir gerade eben vielleicht auch entdeckt haben, verflixt offener Raum. So ein undefinierbarer offener Raum, in dem eine suchende Bewegung vielleicht noch wahrnehmbar ist, weil wir natürlich mit dem ersten Nicht-Finden nicht zufrieden sind, dann suchen wir noch ein bisschen weiter. Diese suchende Bewegung ist noch wahrzunehmen, aber jedes Mal, wenn wir das vermeintliche Ich hinter der suchenden Bewegung versuchen aufzufinden, wieder einfach gewahres Sein. So können wir diesen offenen Raum nennen. Das ist gewahres Sein. Es ist nicht einfach offen und leer, sondern wir landen in einem gewahren Sein ohne Mittelpunkt. Der Mittelpunkt kommt uns abhanden. Annette. Ist es denn das gewahre Sein in diesem Erleben, dass man wirklich Wärme fühlt, diese Weite, die entsteht im Meer und einfach die Erleben, das ist einfach ganz ruhig und weit und ja, weil ich hatte gerade den Test gemacht, hast ja, wo ist denn jetzt ich? Na, oder was? Ja. Und dann habe ich einfach hingespürt und tastet innerlich, wie du jetzt, ja, und plötzlich hat es nicht verändert. Es ist praktisch wie immer bitter geworden, es hat sich auch Körper, es ist einfach eben eine Wärme entstanden ist und so ein Gefühl, es ist so Ruhe.
des Ruhens. Ja, das ist so. Sowas, ist das, ja, das geht in die Richtung. Das ist in die, das geht in diese Richtung. Mhm. Da war jetzt noch diese beobachtende Qualität dabei. Du hast das bemerkt, wie es aufging, warm wurde und so. Ja, mhm. Da war noch diese beobachtende Qualität mit im Erleben und die kann sich auch noch entspannen. Aber diese Beobachtung ist das nicht auch, was ist das denn? Das ist auch Gewahrsein, das ist auch Gewahrsein. Wenn du da wieder reinschaust in diese beobachtende Qualität, findest du wieder nur Gewahrsein. Es ist alles Gewahrsein, was da stattfindet. Alles. Das vermeintliche Ich hat die Natur des Geistes, hat ist von Natur aus dieses Gewahrsein, nicht fassbar, aber deutlich erlebbar. Die wahrgenommenen Erfahrungen, sogenannten Objekte, sind Gewahrsein. Wo immer die Aufmerksamkeit hingeht, ich muss jetzt das Wort wir oder ich mal vermeiden in dieser Phase der Erklärung, wo immer die Aufmerksamkeit hingeht, alles enthüllt sich als Gewahrsein, Erleben, gewahres Sein. Überall, jeder Bereich unseres Seins. Und das ist etwas, was sich mit der Zeit in der Praxis von Geistesruhe so einstellt, wie du es beschreibst. Das ist jetzt ein typischer Einsichtsprozess im Rahmen der Geistesruhe, im Rahmen der Shamatha-Praxis findet ein Einsichtsprozess statt. Also ein Beginn des Vipassana, ein Beginn des Lakton, ein Sehen im Rahmen einer Situation der Geistesruhe. Und wenn dieses Sehen so unmittelbar wird, dass es direkt stattfindet, dann kommt es nicht mehr zu so einem allmählichen Sichtweiten und zu einem Decrescendo des Gefühls, sondern dann kommt es zu einem unmittelbaren, sofortigen Übergang in andere Dimensionen des Selbst. Und das ist das eigentliche Vipassana, das eigentliche Laktum oder Intuitiva. Das ist ein Moment von Erkennen, von Erkenntnis, von Erwachen. Und dieses, wenn das nicht mehr decrescendo, so allmählich, sondern ein anderes Erleben, was sich der Beschreibung entzieht. Aber ganz deutlich erfahren. Christian. Ist das ein zusätzlich im Raum? Du müsstest jetzt nochmal von Anfang an alles mit lauter Stimme wiederholen, denn auch ich habe nicht alles verstanden. Ah, okay. Ist das wesensbezogen, dieses Erleben von. Ist das ein Leben geboren? Aha, also findet nur dort statt, wo es einen Geist gibt, wo es Leben gibt? Ja. Ja, das meinst du damit? Ja. Oder die andere Alternative wäre? Ja, ich weiß nicht, dass im Raum ist, dass ich das. Es sind immer. Also, da kann ich dir nicht so gut folgen. Ja. Dieser Prozess, den ich beschreibe, findet immer da statt, wo Gewahrsein ist, wo Geist ist, wo Erleben ist. Geist bedeutet, Erleben findet statt. Es ist nicht einfach eine Qualität des Raumes, des physikalischen Raumes, sondern es ist eine Qualität des Geistes selbst, des erlebenden Geistes, des wahrnehmenden Geistes. Ist der Geist an ein Lebewesen gebunden? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die sind eins. Die sind nicht gebunden aneinander. Es ist eins. Immer wenn es Lebewesen gibt, gibt es Erleben. Und genau das hat diese Natur. Die sind nicht aneinander gebunden. Das ist genau das. Das ist genau wie Wärme nicht ans Feuer gebunden ist. Feuer ist warm. Wo es Lebewesen gibt, findet Erleben statt. Das ist ja genau der Grund, warum sie Lebewesen genannt wird, weil Leben stattfindet. Es ist nicht nochmal was Getrenntes, sondern es ist genau die zentrale Eigenschaft dessen, was wir Leben nennen. Die zentrale Eigenschaft des Lebens ist, dynamisch zu sein, Prozess zu sein. Das ist untrennbar vom Leben. Wenn diese Eigenschaft fehlt, sprechen wir nicht mehr von Leben, sondern von Tod. Stagnation. Ist kein Leben mehr. Immer wo Leben ist, ist Prozess. Und dieser Prozess hat diese nicht fassbare Natur. Steht nie still. Deswegen ist er nicht fassbar. Wenn er stillstehen würde, könnten wir ihn fassen. In dem Moment, wo er stillsteht. Aber das widerspricht dem Leben. Das Leben ist nichts. Alles Bewegung. Alles ist Prozess. Das ganze Universum. Und obendrein ist alles, was wir vom Universum wissen und erleben, wiederum unser Erleben. Egal, was du über den Mond und Saturn und den Kosmos und sonst was denkst, das ist denkendes Erleben. Egal, was die Messinstrumente uns zeigen,
Es wird erlebt im Moment, wo wir es ablesen. Es wird kombiniert, es setzt sich zu Bildern zusammen, zu Vorstellungen über das Universum. All das ist vorstellendes Erleben. Okay? Wir haben, jeder von uns, wir tragen eine sich ständig gestaltende Welt in uns. Wir gestalten ständig die Welt unseres Erlebens, deine Welt, meine Welt, Karins Welt und so weiter. Ja? Und diese Welt des Erlebens hat die Natur nicht fassbar zu sein, weil es ständiger Prozess ist. Und in diesem Prozess ist, was immer gerade ist, ist schon wieder dabei, nicht nur dabei, hat schon wieder Raum gegeben, dem Nächsten was ist. Man kann nicht mal eine Dauer festlegen für das, was da entsteht. Es gibt da keine Einheiten, so, die wir Momente nennen können, die so klick, 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 so durchrauschen. Es ist ein Strömen, es ist ein fließendes Erleben. Diese Natur des fließenden Erlebens, das ist allem Leben zu eigen. Ich hoffe, ich habe deine Frage so ein bisschen beantwortet. Ja? Kathi. Wenn du die Frage stellst oder ich mir diese Frage stelle, erlebt es, dann werde ich so gestresst und dann höre ich wieder auf. Ja. Ich glaube, dass das, oder ich denke, dass es vielleicht daran liegt, dass ich zu sehr denke und zu wenig. Oder was würdest du da als Gegenmittel? Ich glaube, es liegt daran, dass du die Antwort übers Denken suchst. Brauchst du da gar keinen Stress zu machen. Die Frage ist eigentlich zielt nicht darauf ab, eine begriffliche Antwort zu bekommen, sondern eine Antwort im Erleben zu finden. Und du brauchst, wenn du dir diese Frage stellst, eigentlich nur zu fühlen, wie es ist. Und irgendwann ist dann dieses Fühlen mal so direkt, dass es wie ein Schleier reißt. Weil es einfach, da ist ein tiefes, klares, deutliches Wissen drum, wie es ist. Und das verdichtet sich aber vorher schon immer durch dieses immer wieder mal hingucken, wie du so machst, das finde ich ganz gut. Da kommt immer so eine Ahnung. Und diese Ahnung verdichtet sich auch an und die wird stärker und gibt uns auch Vertrauen. Wir merken, ja, okay, das ist alles so im Bereich des Machbaren. Ich kann da ruhig noch ein bisschen weiter loslassen. Bis wir uns erlauben, mal so loszulassen, dass keine Kontrolle mehr stattfindet. Und dann haben wir uns vergessen in dem Moment. Und in dem Moment taucht Erkennen auf, Erkenntnis, Erwachen. Okay. Ich wollte aber jetzt... Okay. Ich wollte nur nochmal dieses, weil das sind dann die Gedanken und alles. Ja, es ist alles da, das gehört zum Wesen sein. Wir sozusagen verbinden uns mit dem, was sowieso ist, durch dieses individuelle Erleben von, weil wir denken ja oft, das ist jetzt meine, oder das ist meine Emotion und so weiter. Ja, also jetzt, der erste Teil kann ich dir total zustimmen. Das ist einfach alles so, wie es ist, das gestaltet sich. Ja, und dann hast du weitergesprochen und wir verbinden uns mit diesem. Nee, in diesem Erleben passiert etwas Interessantes. Der wahrnehmende Geist, diese Qualität des Wahrnehmenkönnens, diese Fähigkeit zu erleben, hält sich für ein Ich. Und das Erlebte wird für getrennt gehalten von der Fähigkeit zu erleben. Wird als Objekt behandelt, als Objekt der Wahrnehmung. Das sind zwei gleichzeitig auftauchende Täuschungen, in denen wir uns verheddern, weil im Erleben selbst, zum Beispiel im Hören, im Hören gibt es kein Ich, das hört, das den Klang hört, sondern findet einfach Hören statt. Es wird ganz offenkundig, dass das Ich, was hört, ein zusätzlicher Gedanke ist, eine zusätzliche Bewegung im Gang. Und dass der Gedanke, das ist die Klangschale, auch eine zusätzliche Bewegung ist im Geist. Das Hören selbst ist frei von solchen Extraschlauch. Wir haben schon längst gehört, schon längst gefühlt, bevor das Gefühl von einem Ich und das Gefühl von einem anderen sich aufdrängt, dazukommt. Und das nennt man die Komplikation. Das sind die Komplikationen, aus denen Samsara gestrickt ist, dass wir immer noch etwas Zusätzliches machen. Unnötig.
Können wir ja machen, ist ja in Ordnung. Wäre ja alles in Ordnung, wenn daraus nicht so viel Leid entstehen würde. Denn auch dieses Ich-Denken und anderes Denken, Objekt-Denken, ach, das ist wieder Erleben, hat dieselbe Natur des Geistes, sich aufzulösen, hat keine Substanz, wir brauchen nicht dagegen anzukämpfen, es löst sich von selbst ab. Wir brauchen nicht gegen ein irgendwie geartetes Ich anzugehen. Wir lassen es, wie es ist, es taucht auf als eine Denkbewegung, ist ein Gefühl, eine Stimmung. Wir sind jetzt bei der Stimmung wieder. Wir laufen mit einer Ich-Stimmung durch die Gegend. Ja, ja. Das ist etwas, was wir nähren und was aber auch von Bedingungen abhängig sind. Manchmal ist die Ich-Stimmung ganz stark, manchmal ist die Ich-Stimmung schwach, manchmal ist sie weg. Kann weg sein. Und weil sie weg sein kann, ist es nichts Dauerhaftes. Sie ist nicht ständig da. Es gibt Momente, sie einfach weg ist. Zum Beispiel beim Einschlafen. Plötzlich weg. Solange wir in der Ich-Stimmung noch festhalten und ich und was mache ich und so weiter, können wir nicht einschlafen. Wir müssen uns vergessen. Wenn wir uns vergessen, können wir einschlafen. Und genauso ist das auch beim Meditieren. Wenn wir uns beim Meditieren vergessen, dann erwachen wir. Oder schlafen ein. Nur der Kopf dann. Okay, ich möchte euch aber jetzt noch vor der Mittagspause ein bisschen Struktur liefern. Ein bisschen Struktur für diesen Erkenntnisprozess. Das ist für einige von euch Wiederholung und für andere ist es das erste Mal, dass ihr das hört. Das, was wir bisher besprochen haben, lässt sich in 4 Schritte des Erkennens beschreiben. Das erste ist, wahrzunehmen, dass alles Erleben Geist ist. Man nennt das in der alten Sprache, alle Phänomene sind Geist. Oder mit anders ausgedrückt, die Welt, die ich erlebe, ist Gewahrsein. Das ist, was damit gemeint ist. Alles findet im Geist statt. Ob ich jetzt eine Person anschaue oder eine Wand anschaue oder was höre oder über das Universum spekuliere oder mein iPhone ablese oder was auch immer, alles ist geistiges Erleben. Und dieses Kissen, dieser Tisch, ja, ich spreche über etwas, was ich so benennen kann, aber was immer ich von Tisch und Kissen und Buddha und sonst was erlebe, es ist alles Geist. Das Berühren des Tisches ist Geist, das Benennen des Tisches ist Geist, das alles. Alles, was Welt ausmacht, alle Dinge, alle Phänomene sind Erleben, sind geistiges Erleben. Wir leben in einer geistigen Welt, nicht in einer materiellen. Materie wird wahrgenommen, wird erlebt. Materie außerhalb unseres Erlebens, die kennen wir gar nicht, von der wissen wir ja gar nichts, weil sie außerhalb unseres Erlebens ist. Wir müssen an sie denken, müssen sie erfahren und so. Dann beginnt da etwas in uns zu existieren. So haben wir das Gefühl. Und das, was da als unsere Welt existiert, all dieses Erleben, geistige Erleben, hat keine Substanz. Das ist der zweite Satz, der zweite Schritt. Wir entdecken, dass Geist leer ist. Geist ist leer. Das heißt, unser Erleben hat keine Substanz. Es ist kein Wesenskern zu finden, nichts fassbar. So klar und deutlich wie das Erleben ist, so ist es zugleich nicht fassbar. Alles ist Geist, alle Phänomene sind Geist, Geist ist leer. Leerheit ist spontanes Erscheinen. Dritter Schritt. Dieses nicht fassbare Erleben manifestiert sich unablässig in neuen Erscheinungen. Immer wieder tauchen neue Erfahrungen, die ganze Zeit unablässig. Lisa hat es wunderbar beschrieben, genauso ist es für uns alle. Unablässig neues Erleben. Kriegen wir gar nicht hin, das irgendwo mal auch nur für einen Moment zu stoppen. Also obwohl das Erleben nicht fassbar ist und keinen Wesenskern hat, ist es kontinuierlich aktiv. Jetzt lassen wir das Obwohl mal weg. Jetzt muss dieses Obwohl ersetzt werden. Weil das Erleben keinen Wesenskern hat, nichts Solides, gestaltet es sich ständig neu.
Wenn es nämlich einen Wesenskern hätte, wenn es irgendetwas Solides gäbe im Erleben, dann müssten wir Parkgaragen für unser Erleben einrichten. Wir müssten es nämlich auf die Seite schaffen, um Platz zu machen für was Neues. Wir müssten Speicher einrichten. Wenn im Erleben irgendetwas Solides drin wäre, hätten wir irgendwann auch mal das Problem der Überfüllung. Wir könnten nichts Neues mehr erleben, weil Erleben ja eine Substanz hat und das geht nicht weg. Und drum müssen wir es irgendwo hinbringen. Ist aber nicht der Fall. Wir können ständig weiter erleben. Es gibt keine Grenze dieses vielfältigen Erlebens. Das meint man damit, dass Leerheit spontanes Erscheinen ist. Selbst existierende Perfektion kann man auch übersetzen. Es gibt so viele Worte. Das ist dieses Wort Lündrup, ne? Dieser dritte Schritt ist, dass Leerheit Lündrup ist. Dieses spontane Erscheinen. Und das ist, weil die Dinge keine Substanz haben, weil sie keinen Wesenskern haben, weil sie dynamisch sind und Prozess, weil die Natur des Erlebensprozesses, naja, deswegen gibt es ständig neues Erleben. So einfach ist das. Weil die Dinge Prozess sind, weil alles Erleben Prozess ist, deswegen gibt es ständig neues Erleben. Das ist ja in der Natur eines Prozesses. Wir würden einen Fluss ja keinen Fluss nennen, wenn er nicht ständig fließen würde. Deswegen ist ein Fluss in jedem Moment neu. Und da unser Erleben den Charakter eines Fließens, eines Flusses hat, genauso fließt und strömt und sich verändert und wandelt wie ein Fluss, deswegen nennen wir das Geistesstrom. Und das ist halt die Natur dieses strömenden Erlebens, immer wieder Neues hervorzubringen, immer wieder Neues erleben zu sein, erlebbar zu machen. Das ist der dritte Schritt. Ich wiederhole nochmal, alle Phänomene sind Geist, Geist ist leer, Leerheit ist spontanes Erscheinen. Und vierter Schritt, spontanes Erscheinen ist selbstbefreiend. Alles, was da so spontan erscheint, ist überhaupt kein Problem, weil es ja Prozess ist, löst es sich auf, von selbst. Brauchen wir gar nichts dafür zu tun. Wir haben seit unserer Geburt nicht die Bohne dafür getan, dass sich unser Erleben aufgelöst hat. Okay? Manchmal haben wir es verhindert, versucht zu verhindern. Aber dafür, dass es sich auflöst, haben wir nichts getan. Das tut's von selbst. Der Klang von vorhin hat sich schon aufgelöst, bevor wir überhaupt dran gedacht haben, dass da irgendwas aufzulösen wäre. Jeder Gedanke löst sich von selbst auf. Jedes Gefühl. Die vielen Stimmungen, die wir schon hatten in unserem Leben. Und die Ich-Stimmung macht keine Ausnahme. Die löst sich genauso auf. Wunderbar. Wenn sie nicht mehr genährt wird, erscheint sie nicht mehr aufs Neue, denn sie erscheint immer wieder in neuen Variationen, diese Ich-Stimmung. Es ist nicht eine solide Stimmung, sondern auch Prozess. Und diese Ich-Stimmung, wie alles andere, was noch weniger stabil erscheint, löst sich von selbst auf. Das ist die Selbstbefreiung aller Erscheinungen. Und diese Selbstbefreiung zu praktizieren, ist das A und O der Dharma-Praxis. Die Selbstbefreiung zu bemerken, sie zuzulassen, sie zu nutzen, aber da haben wir dann auch die Gestaltungsmöglichkeit. Wir können immer wieder neu gestalten. Nach jedem Moment des Erlebens ist neues Gestalten möglich. Der letzte Moment verpflichtet uns zu gar nichts. Der verpflichtet uns nur, wenn wir da noch Energie reingeben, es für wichtig halten und meinen, wir wären unter dem Zwang, unter dem Druck, unter der Kraft dieses Erlebens und wir müssten jetzt so und so denken, fühlen, handeln. Brauchen wir gar nicht. Ich kann jetzt aufstehen und gehen. Guck mal, ich muss ja. Aber wenn wir dich fassen, hast du dann? Dann bin ich unter dem Einfluss des Erlebens ziemlich hilflos. Das heißt aber nicht, dass ich es für unangenehm halten muss. Es verpflichtet mich zu nichts. Nur aus, dass mein Körper könnt ihr festhalten, den Geist könnt ihr nicht festhalten. Ne? Das ist ja das, was die immer wieder sagen, die Tibeter, die aus dem Exil kommen, die in den verschiedenen Camps untergebracht waren. Unseren Körper konnten sie foltern, konnten sie einsperren, aber den Geist, den liefern wir ihnen nicht aus. Der ist frei, der bleibt frei.
Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass wenn wir schon äußerlich in schwierigen Umständen sind, dass wir nicht auch noch unseren Geist von Wut und Hass durchdringen lassen, weil dann hätten sie uns wirklich gefangen genommen. Aber solange wir die Freiheit des Geistes wahren, wo sich alles auflösen kann und nicht ins zwanghafte Reagieren kommen, solange ist nur der Körper gefangen. Ihr erinnert euch an so berühmte Zitate, Gajen Rinpoche kommt ja manchmal nach München auch, ne? Habt ihr ja auch schon erlebt vielleicht. Der war 20 Jahre, glaube ich, in Gefangenschaft. Und so gibt es andere, die das sehr gut beschreiben aus ihrer eigenen Erfahrung. Ja, danke. Ja, klar, körperliche Krankheit kann den Körper gefangen nehmen, muss aber nicht den Geist gefangen nehmen. Bei chronischen Schmerzen hat man auch das Gefühl vom Geist, weil du sagst, ja, und dann helfen wir ihm, den Geist zu befreien, dem Körper. Der wird vielleicht ein bisschen mehr ins Fließen kommen dadurch, weil es ihm gut tut, dass der Geist wieder freier wird. Aber den Körper können wir nicht ändern. Da wird das chronische Leiden vermutlich erstmal weitergehen. Und vielleicht bis zum Lebensende. Ja, Schmerz und Emotion sind aber zwei Dinge. Ein körperlicher Schmerz kann auf unterschiedlichste Art und Weise erlebt werden. Das hängt von unserer Verarbeitung des Schmerzes ab. Den Schmerz selbst, den werden wir haben. Aber das ist noch nicht die Emotion. Habt ihr die vier Schritte? Da hatten wir schon alles drüber gesprochen. Alles haben wir aus unserem Erleben geschöpft. Da ist nichts Neues dabei gewesen. Aber es ist eine super Strukturierung dieses Vorgehens. Das findet ihr toll erklärt in dem Mahamudra-Buch vom 9. Karmapa, Ozean des wahren Sinnes. Mahamudra, der Ozean des wahren Sinnes. Ich habe es im Zimmer liegen, hätte es mitbringen sollen. Das ist das Buch, aus dem ich ständig unterrichte, in allen Ländern. Das ist so die Bibel der Mahamudra-Praxis in unserer Linie. Vom 9. Karmapa, Wangchuk Dorje. Mahamudra, der Ozean des wahren Sinnes. Karmapa, Wangchuk, W-A-N-G. Und so wie der jetzt dort geschrieben wird, weiß ich nicht, T-S-C-H-U-K oder U-G wäre, ich weiß jetzt nicht genau, wie er geschrieben wird. Wangchuk Dorje, D-O-R-J-E wahrscheinlich. Ihr findet, wenn ihr den Titel eingibt, findet ihr es sofort im Internet. Es ist auch nur per Internet bestellbar, soweit ich weiß, nicht in den Buchhandlungen. Und das ist so meine Mahamudra-Bibel, die hat der 16. Karmapa dem Gene Rinpoche ans Herz gelegt und Gene Rinpoche hat diesen Text, der sehr umfassend ist, zur Grundlage unserer Ausbildung gemacht in den langjährigen Retreats in Frankreich damals. Und das ist so der Klassiker, das Standardwerk in der Kaiju-Linie für Mahamudra-Praxis. Und mein Mahamudra-Curriculum in Freiburg zum Beispiel, diese Wochenenden, da unterrichte ich das. Könnt ihr jederzeit einsteigen, könnt ihr auch die alten Audios bekommen. Ich unterrichte es in Griechenland auf diesem 11-tägigen englischsprachigen Retreat. Ich unterrichte es in Brasilien auf dem englisch-portugiesischen 2-wöchigen Retreat jedes Mal im Jahr. Unterrichts in Frankreich, wo es allerdings um intuitive Einsicht geht, in dem deutsch-französischen Retreat. Es geht immer um diesen Text und den kann ich euch sehr ans Herz legen. Das ist einfach der Klassiker. Und da sind im Kapitel intuitive Einsicht werden diese vier Schritte rausgearbeitet. Und die vollziehen wir jetzt durch eine Kombination von Verstehen, Verstand, Intellekt und persönliche Erfahrung. Das ist jetzt gerade, was hier im Raum passiert. Wir haben das zunächst mal erlebt und jetzt vollziehen wir das durch unseren Intellekt noch nach. Das ist durch die Kombination von Studium und Kontemplation. Und dann gibt es ein direktes Erleben davon, was nicht mehr über den begrifflichen Geist läuft, nicht mehr über das Beobachten, sondern quasi, wo dieses Verstehen da ist. Aus dem Bauch kommt, kann man sagen. Direkt da ist und nicht mehr erzeugt wird oder gesucht wird, sondern sich als eine Gewissheit offenbart. Und das ist die eigentliche intuitive Erkenntnis. Aber die wird gebahnt, die wird vorbereitet, indem wir uns damit
inhaltlich auseinandersetzen, es im Erspüren, im Meditieren schon mal so erahnen, erfassen und so. Das macht ja auch alles total Sinn. Wir öffnen uns allmählich dazu und das hilft uns, diese Kontrolle loszulassen, weil wir den Prozess verstehen. Den Prozess zu verstehen, hilft, die Kontrolle loszulassen. Wenn wir es nicht verstehen, werden wir krampfhaft versuchen, die Kontrolle zu behalten. Brauchen wir ja gar nicht, wenn wir verstehen, dass die Dinge sich sowieso auflösen. Wir brauchen ja gar nichts zu tun. Die Kontrolle ist ja überflüssig. Verflixt nochmal, verdammt nochmal, die ist ja überflüssig. Und wenn wir das verstehen, schon intellektuell und in der Erfahrung schon mal erleben, dann merken wir, boah, ist ja so ein Geschenk, mich diesem fließenden Erleben ganz und gar öffnen zu können, mich dem hingeben zu können. Welche Erleichterung. Alles ist Geist, Geist ist leer, Leerheit ist dynamisch und diese Dynamik ist selbstbefreiend. Okay? Nein. Klasse. Und die Erkenntnis ist auch selbstbefreiend. Nichts macht eine Ausnahme. Und denkt ja nicht, die Erleuchtung, das Erwachen wäre nicht selbstbefreiend. Auch das Erwachen, auch die Erleuchtung ist leer, substanzlos, nicht fassbar. Und auch das Erwachen ist dynamisch. Okay? Und auch dieses dynamische, wache Erleben eines Erwachten oder einer Erwachten ist selbstbefreiend. Auch da bleibt nichts. Ja, dynamisch und selbstbefreiend. Es gibt keine Ausnahme. Samsara ist Geist, Geist ist leer, Leerheit ist dynamisch, Dynamik ist selbstbefreiend. Samsara ist selbstbefreiend. Okay? Ja? Ja? Wir stehen dem Samsara nicht im Wege, sich selbst zu befreien. Okay? Merkt ihr, wie weitreichend das ist? Merkt ihr? Und es ist alles total klar. Es macht alles, es macht Sinn. Ihr könnt es abklopfen, ihr könnt in jede Richtung schauen, ob es stimmt. Und wir kommen zu ganz überraschenden Erkenntnissen. Samsara ist kein Objekt des Kampfes. Wir brauchen uns nicht aufzulehnen dagegen. Es ist selbstbefreiend. Jeder Aspekt samsarischen Erlebens, also dualistischen Erlebens, ist Geist, das heißt, hat keine Substanz, ist Prozess, Prozess ist dynamisch und jeder Prozess geht zum nächsten über. Und wenn keine Kräfte mehr aktiv sind, die samsarisches Erleben nähren, gibt es keine Möglichkeit für Samsara sich zu manifestieren. Okay? Ihr schmunzelt und guckt und denkt, was ist jetzt? Kann es denn so einfach sein? Ja, und trotzdem tun wir alles, es nicht gegen sich. Ja, und was beweist uns das? Wir wollen leiden. Ja. Wir haben noch nicht die Nase voll. Vielleicht sind wir so kommt, wir die Sicherheit eigentlich ganz anderen. Diese Sicherheit irgendwie verstehen. Genau. Wir suchen die Sicherheit am falschen Ort. Mhm. Und das ist das Grunddilemma. Wir suchen die Sicherheit im Stabilen und versuchen uns dann einzureden, unsere Beziehungen, unser Besitz, unsere Gesundheit und so weiter seien stabil. Viel stabiler, als sie es wirklich sind. Wir versuchen in unserem Bedürfnis nach Sicherheit versuchen wir uns rüber zu retten in eine stabile Welt. Tatsächlich ist aber alles Prozess und Stabilität gibt es nur im Prozess. Das heißt, wenn wir, man sagt das so salopp, das ist eigentlich kein gutes Beispiel, ich sage es trotzdem, wenn wir beginnen zu surfen, wenn wir beginnen mitzufließen. Tatsächlich ist da niemand, der surft und niemand, der mitfließt. Wir sind das Fließen. Wir sind der Fluss. Wenn wir unsere fließende Natur verwirklichen, dann tritt Stabilität ein. Dann ist Sicherheit. Das heißt, wir können die Sicherheit nur im Wandel finden, nicht im Stabilen. Und das ist die Grundbotschaft des Buddhas von jeher. Es gibt keine Sicherheit außerhalb des Wandels. Es gibt nichts Stabiles. Sicherheit, Gewissheit, Stabilität, das taucht alles erst auf, wenn wir
eins geworden sind mit der Natur des Seins. So wie die Dinge halt sind. Fließend, dynamisch und selbstbefreiend. Und darin, wenn wir das verwirklicht haben, fallen alle Ängste ab. Die Angst zu sterben fällt weg. Die Angst, niemand zu sein. Die Angst, jemand zu sein. Die Angst, wie uns andere anschauen und betrachten und bewerten. All diese Ängste, das fällt alles weg. Michael. Ja, aber in meinem Nachhinein dann noch diese Ansatz, also genau. Die Quantenphysiker sagen ja, es ist alles nur in Beziehung. Ja, super. Und jetzt bring doch das gerade mal da rein. Wie kommt das also jetzt da rein? Einfach dieser Aspekt, der mir jetzt noch gefehlt. Also diese Aspekte kommen die jetzt an, kann noch gar nichts, dann kann das ja sehr viel in Hand lösen, wenn man feststellt, da gibt es gar keine, gar nicht so wie sie erscheinen. So, ja. Also. Aber wenn ich sie dann ist, dann kommt dieses, ach Gott sei Dank. Ich stimme dir 98% zu. Denn der letzte Satz, das war, wenn wir dann merken, dass wir eingebunden sind. Dieses Wir, was da eingebunden ist, das gibt's nicht. Wir sind eingebundenes Sein. Okay? Da ist jetzt niemand, der eingebunden ist. Das ist dann noch so die Krücke, um sich noch wohlzufühlen und keine Angst zu kriegen. Ja? Aber tatsächlich ist da niemand eingebunden, sondern jetzt nehme ich das mal, ich nehme deine Anregung jetzt auf, hört nochmal für ein paar Minuten ganz aufmerksam zu, um den anderen Aspekt von Buddhas Lehre auch noch hiermit zu verbinden. Abhängiges Entstehen bedeutet, alles entsteht in wechselseitiger Beziehung zueinander. Diese Art des abhängigen Entstehens, die besprechen wir gerade. Alles bedingt sich gegenseitig. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den vier Schritten. Alles Erleben, alle Dinge, alle Phänomene sind Geist. Was meinen wir damit? Was auch immer wahrnehmbar ist, das Wahrnehmen, das Erleben, das, was Dinge genannt wird, all das entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen. Die Kräfte, die in diesem Prozess aktiv sind, beeinflussen sich alle gegenseitig. Die Kräfte der Umwelt, die Kräfte des inneren Gestaltens, die Kräfte unserer emotionalen Filter, die Kräfte der anderen, also Menschen um uns herum, die Kräfte der physischen Beschaffenheit, alles wirkt und gestaltet unser Erleben mit. In jedem Moment, die ganze Zeit. Wir sind mit allem verbunden. Wir können uns nicht lösen vom Einfluss des Lichtes, vom Einfluss der Luft, vom Einfluss der Nahrung, vom Einfluss unserer körperlichen Beschaffenheit, das heißt von den inneren Organen, den Transmittern, den Hormonen und so weiter. Wir können uns von nichts, gar nichts lösen. Es gibt auch tatsächlich, wenn wir dann schauen, wo ist denn dieses Ich, was ich lösen möchte? Wir sind dieser durchwirkte Prozess. Dieser sich ständig neu gestaltende Prozess innerhalb dieses körperlichen Rahmens, der sich auch ständig neu gestaltet, das nennen wir Ich. Das können wir Ich nennen, ist auch völlig in Ordnung, aber dieses Ich ist Prozess, ist nichts Stabiles. Seit unserer Geburt gestaltet sich dieser, und vor der Geburt auch gestaltet sich dieser Prozess ständig neu. Jede Zelle in jedem Moment ist Leben, gestaltet sich, ist Prozess. In den Zellen, egal wo ihr hingeht, Zellkern, Mitochondrien, was auch immer, alles ist Prozess. Zellwand, alles Prozess. Zwischenraum der Zellen, ständiges Strömen, Fließen, Austausch, alles Prozess. Geht in die mikroskopische und submikroskopische Ebene, alles Prozess. Geht in die makroskopische Ebene, bis hin zu dem planetarischen Geschehen, bis hin zum kosmischen Geschehen, alles Prozess. Und das durchwirkt sich. Diese Bedingungen durchwirken sich die ganze Zeit. Keine einzige dieser Bedingungen hat Substanz. Alles das ist leer. Jedes einzelne Element dieses abhängigen Entstehens ist in sich leer. Zweiter Schritt. Okay? Leerheit. Alles ist leer. Keins hat Substanz. Nichts hat etwas, was aus sich heraus unabhängig vom anderen einfach bestehen könnte. Nichts hat Substanz. Nichts hat einen Kern, der bleiben wird. Und genau das ermöglicht es, dass sich all das ständig neu gestaltet, dynamisch ist. Genau das ermöglicht, dass sich auch alles wieder auflöst und
wieder neu gestaltet. Also abhängiges Entstehen und diese vier Schritte sind eins. Ihr könnt es aufzählen, von welcher Seite ihr möchtet. Ihr landet bei dem Erkennen, dass alles, dass die ganze Welt Erleben ist, dass dieses Erleben notwendigerweise im Geist stattfindet, dass es geistiges Erleben ist, sonst wäre es kein Erleben. Es sind eigentlich Synonyme, die wir aneinander reimen. Es ist Erleben, drum ist es Geist, weil es Geist ist, hat es keine Substanz. Wenn es Prozess ist, weil das bedeutet das, Erleben ist Prozess, deswegen hat es keine Substanz. Das kann es kein Prozess sein. Weil es Prozess ist und keine Substanz hat, gestaltet es sich ständig neu. Und deswegen auch vergeht es genauso schnell, wie es sich gestaltet und Neues entsteht. Das wäre nur dann anders, wenn wir irgendwelche dieser Bedingungen konstant halten können. Immer dann, wenn Bedingungen eine hohe Konstanz haben, zum Beispiel solange wir hier die Raumtemperatur konstant halten, haben wir eine relative Stabilität. Sobald hier Feuer reinkommt oder Wasser reinkommt oder der Luftdruck sich krass ändert, verändert sich hier alles im Raum. Menschliches Leben ist nur im Bereich von ganz kleinen Luftdruckschwankungen, ganz kleine Temperaturschwankungen, ganz kleine, bitte? pH-Schwankungen. Guckt euch das mal an. Ganz kleiner Bereich. Wenn da sich die Bedingungen ändern, ändert sich alles. Und dieses Bezogensein mit allen Bedingungen, das nennt man Leben. Das ist unser Leben. Und keine einzige der Bedingungen ist stabil. Nichts ist aus sich heraus immer so wie gerade das, unabhängig von allem anderen. Immer sind Kräfte am Wirken. Ihr wisst aus der heutigen Physik, dass das, was wir mal als Atom gelernt haben in der Schule, dass das aus subatomaren Partikeln besteht, zwischen denen unglaubliche Kräfte wirken. Unglaubliche Kräfte. Und nichts steht still. Gar nichts. Nichts steht still. Die Räume zwischen den vermeintlichen Partikeln, also den Energie, wie soll man sagen, da wo die Kräfte besonders stark zusammenwirken, das nennt man dann so ein Partikel, die sind viel größer als die Partikel selber. Und so sind auch wir, die wir hier so sitzen, wir sind viel mehr Raum als irgendwas, was man Materie nennen könnte. Und das ist alles Bedingung und alles gestaltet sich ständig neu. Dann sind da Gedanken, Vorstellungen, Bilder, Emotionen, jede Menge, Theater, Dramen, Komödien, alles, was wir wollen. Es gestaltet sich alles ständig neu. Und das zu verstehen, ist klasse, weil dann können wir nämlich beginnen zu gestalten. Wir können die Prozesse beeinflussen. Wir sind diesen Prozessen nicht hilflos ausgeliefert. Wir können mitgestalten. Aber eben nur mitgestalten. Wir können nicht hingehen und alles gestalten. Im Rahmen dieser wechselseitigen Abhängigkeit können wir zum Beispiel Liebe hineingeben oder entspannen oder Aufmerksamkeit richten und dann im Rahmen des Möglichen, im Rahmen dieser Bedingung, gestaltet sich unser Leben anders. Das heißt, es fließt anders weit. Ihr seid zu dem Seminar gekommen. Das war ein gestaltender, großer gestaltender Impuls. Und wir haben viele kleine gestaltende Impulse gehabt während dieses Seminars. Und es fließt anders weiter. Ja, so nimmt man sein Leben in die Hand. Und so können wir das die ganze Zeit. Und wir sind nicht frei. Wir kommen ja nicht mit einem anderen Körper raus, den wir uns irgendwie frei wählen könnten. Nee, der Körper hat seinen Prozess gemacht während dieser Tage und ist immer noch vergleichbar mit dem, den wir vorher hatten. Da können wir nicht wählen. Ich kann nicht plötzlich eine Frau sein. Geht nicht. Nee. Sind wir innerhalb der Bedingungen, sind wir eingebunden, aber haben Möglichkeiten. Ja. Ist dieser dann ein Prozess des Gewahrseins der Leere oder ist es ein Bewusstsein? Beides nicht. Beides nicht. Ja, weißt du, es ist einfach ein Strom des Erlebens. Und ob da die Idee eines Selbst auftaucht, dann ist das auch ein Erleben. Und wenn man das dann Gewahrsein nennt, ist auch eine nette Benennung. Aber es ist, wie es ist. Alles Benennen fügt dem Prozess nichts hinzu und nimmt ihm auch gar nichts weg. Wir können es benennen. Nichts steht im Widerspruch zu
dem. Wir können es benennen, wir können es Tao nennen, wir können es Gott nennen, wir können es Brahma nennen, wir können es die Natur des Seins nennen, wir können es Geistesstrom nennen, wir können es einfach Erleben nennen. Was ändern diese Bezeichnungen schon an dem, wie es ist? Gar nichts. Welche Bezeichnung dir die angenehmste ist, arbeite mit der. Manche Menschen nennen das, und das ist für mit gutem Grund, höheres Selbst oder wahres Selbst. Das sind gute Ausdrücke. Bleibt trotzdem Prozess. Auch das höhere Selbst ist Prozess. Aber es gibt bleibende Qualitäten. Zum Beispiel merken wir, in allem sind bleibende Qualitäten. Die prozesshafte Natur ist was Bleibendes, also diese dynamische. Das ist nicht Fassbare ist was Bleibendes. Das ist mit Bewusstsein, mit Erleben. Einhergeht diese gewahre, erlebende Qualität ist was Bleibendes. Bloß was sich da abspielt, ist immer wieder neu. Und das nennt man die Natur des Geistes. Die Natur des Geistes sind diese letzten Qualitäten, die ich aufgezählt habe. Erlebend, also gewahr, prozesshaft, nicht fassbar. Das ist so das, was immer da ist. Wer damit vertraut ist, der erlebt Sicherheit. Der erlebt Gewissheit. Okay? Da entsteht die Sicherheit des Erwachens. Die entsteht nicht dadurch, dass man irgendwo den Prozess anhalten würde, sondern damit innigst vertraut ist und sich jederzeit mit seiner Qualität, mit seinem Wesen, seiner Natur verbinden kann. Man lebt daran, man lebt im Gewahrsein der Natur des Seins. Da war irgendwo eine Handlung. Ja, ja, also ich habe da jetzt noch Schwierigkeiten, wenn ich das so die Aufmerksamkeit aufrichte, ich scheinbar denkst, was man. Ja, das wäre jetzt so ein naheliegender Schluss. Ne? Ich habe mich über den Bereich noch wenig ausgelassen. Tatsächlich können wir nichts darüber aussagen, ob es Materie gibt oder nicht. Es wäre verkehrt zu sagen, es gibt keine Materie. Es wäre verkehrt zu sagen. Genauso wie man sagt, da gibt es Materie, da gibt es ein Ding, weil wir wissen nichts drüber. Was wir erleben, ist geistiges Erleben. Wir vermuten, dass es da vielleicht etwas gibt, was wir nur durch unsere Sinne erfahren können und was man Materie nennen könnte. Wir brauchen das nicht abzustreiten, wir brauchen es aber auch nicht so tun, als ob wir sicher wären, weil es gibt diese Sicherheit nicht, weil alles, was wir wissen, kommt durch den Geist, kommt durchs Erleben. Und ist Spekulation, ist Vorstellung, was auch wieder Erleben ist, was auch wieder Geist. Das heißt, die Hypothesen über etwas, was nicht dem Erleben zugänglich ist, muss man einfach als Hypothesen betrachten. Die Hypothesen können richtig sein, sie können falsch sein. Wir wissen nicht, ob es eine vom Geist unabhängige Materie gibt. Was wir erfahren, prüfen können, ist, dass Materie offenbar auch energetische Facetten hat und dass diese energiereiche Materie, darum handelt es sich, offenbar beeinflusst wird von der Energie eines anwesenden Lebewesens, was sie beobachtet. Da findet auch Interaktion statt. Das war ja so überraschend für die Forscher, dass es offenbar nicht möglich ist, ein Experiment zu machen, wo man den Einfluss des Beobachtens und Messens ausschließen kann. Denn man möchte ja messen, man möchte ja beobachten. Und man kann diesen Einfluss, diese Wechselwirkung nicht ausschließen. Deswegen die Materie ohne Erleben ist eine reine Abstraktion, eine reine Hypothese. Wir können sie weder verneinen noch bejahen. Also aufgepasst mit Anschauungen, die sagen, die Materie gibt es nicht, weil das ist nicht logisch, nicht zusätzlich. Wir wissen es einfach. Und die Annahme, dass dieses Tischchen morgen auch noch da ist, ist durchaus zutreffend. Vermutlich ist das Tischchen morgen. Große Wahrscheinlichkeit. Es ist eine relative Stabilität der Bedingungen. Und ihr könnt eure Hand auch darauf legen und ihr könnt es auch sehen und wir haben recht ähnliche Wahrnehmungen. Und deswegen sprechen wir über Dinge, weil wir einen überlappenden Erfahrungsbereich haben. Wir sprechen über Dinge als konkret existent, weil in unserem Erleben deutliche Überschneidungen sind. Wir alle finden uns hier im Gebäude zurecht, wir erleben diesen Raum, wir können uns darin orientieren. Innerhalb unserer Art wahrzunehmen gibt es so große Überschneidungen, dass wir uns über Objekte einigen können, über Farben einigen können, über Formen, Gestalten und so. Ja, das ist, und deswegen denken wir, da gäbe es etwas, das ist berechtigt,
Aber ob das vom Geist getrennte Materie ist, das wissen wir nicht, weil alles, was wir erleben, ist immer im Geist. Okay? Und jetzt. Das Erleben, wenn ich das jetzt richtig verstrupfe, das Erleben gibt es eigentlich nicht. Genau. Hast es auf den Punkt gebracht. Eine objektive Wirklichkeit gibt es nicht, sondern es gibt subjektive Wirklichkeit. Egal wie viele Subjekte diese Annahme miteinander teilen, es bleibt Erleben, es bleibt subjektives Erleben. Ich sehe diese blaue Tafel aus unserer Erfahrung. Ja, außer die mit einem Sehfehler. Die sehen Sie nicht. Ja. Na, für die gibt es keine blaue Tafel. Das heißt, die beruht auf bestimmten Bedingungen. Dass blaue Tafel wahrgenommen wird, beruht auf Bedingungen, die tatsächlich unterschiedlich sein können. Jetzt machen wir Schluss.